Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem. Ja, wir haben im letzten Part ein kleines Dörfchen gefunden. Und da zwei neue Einheiten, nämlich Florina, ein kleines Mädchen auf einem Pegasus. Und einen Schützen namens Will. Ja, wir müssen noch weitermachen. Hier warten nämlich noch ein paar lustige Kämpfe auf uns. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Also, wir müssen noch erstmal mit unseren beiden Kavallerien, würde ich sagen, diese ankommenden Ritter hier zerstören. Ritter, wir sind, das sind Ritter, das sind irgendwelche Banditen, das sind doch keine Ritter. Mit einem Eisenschwert kümmern wir uns noch um den hier. Damit der auch besiegt ist. Und Sane ein neues Level abbekommt, der Sane. Ja, der sich so langsam macht. Der hat ja in den ersten Parts ja ganz schön, ja, sich ganz schön zum Deppen gemacht, wenn ich ehrlich bin. Oh, dann hatten wir jetzt auch sogar unser Manikati, also Lynns Manikati. Nehme ich mal mit. So, und unser Schütze kommt natürlich auch nach. Daneben. Ich denke, das wird ein Level-Up für Kent. So, natürlich müssen wir aufpassen auf diesen Bogenschützen. Daneben. Und natürlich da vor diesem Axtkämpfer. Aber ich würde erstmal sagen, wir kümmern uns mit Florina um den hier. Mit der Leichtlanze. Ja, da ziehen wir schon gut viel ab. Aua. Das tat weh. Gut, aber ich denke, das sollte Florina schaffen und gleich bin ich auch da. So, dann kriegt der erstmal eine rein. Sehr schön. Dann machen wir mit unserem Bogenschützen den hier schon mal ein bisschen Schaden. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, ich werde wahrscheinlich einen anderen Bogenschützen nehmen später. Weil wir kriegen nämlich noch einen zweiten, der noch besser ist als Will. Aber für den Anfang nehme ich ihn. Und Sane darf sich mit seinem Schwert um den Bogenschützen kümmern. Sehr schön. Gut. Sieht auch gut aus. Aber jetzt muss ich gucken, dass Florina hier nicht so viel Schaden nimmt. Aua. Lass es doch bleiben, Mensch. Jetzt habe ich noch ein bisschen Angst wegen dem Axttypen. Florina darf gleich erstmal direkt abhauen. Wow, das war knapp. Das war knapp. Okay. Keine Ahnung, was das soll. Florina, du darfst erstmal direkt abhauen. Das wäre mal eine nette Sache, Florina. Du nimmst mal dein Heilmittel. Huiuiui. So, Sane, du darfst dich um den hier kümmern. Kommt Kent dahin, ja. Gut, mit Kent werden wir uns mal um diesen Schwerttypen hier kümmern und greifen schön mit der Lanze an. Ah, noch kein Level up. Schade, aber nicht so wild. So, den darf Sane, oder nee, das darf Lynn mal, den darf Lynn, ja, da kommt es aber nicht hin. Schade. Dann darf Lynn sich um den anderen da kümmern. Ja, doch, der wird sich ja um den anderen kümmern. So, wie viel hatte der noch? Der hat 11. Er zieht, ja, dann können wir das nochmal, können wir ihn noch ein bisschen schwächen. Sehr schön. Gut. Also, es kommt doch, wir kommen doch gut voran. Oh, er geht sogar auf Lynn. Finde ich gut. Aua. Oh, 23 Crit-Chance aber mit dem Manikati. Finde ich ja mal interessant. Aua, jetzt gehen die alle auf ein oder was? Ja, und da gibt es sofort einen Crit. Alle gehen sie auf Lynn. Oh Gott. Bin ja auch schon gespannt, was es bald wieder für Dialoge zu hören gibt. Waffenlevel erhöht. Cool. So, Florina. Die hat, glaube ich, nichts mehr zu tun. Die kann gleich mal in den Shop dahin gehen. Will kommt etwas näher. Lynn darf sich, ne, ich mach's mal lieber mit Sane. Unserem Sane. Den hier zu killen.
Weil vielleicht nehme ich Zane auch in mein Team. Ich weiß nämlich so, dass Zane bessere Werte hat als Kent. Obwohl Kent ja eigentlich viel cooler wirkt. Oder zumindest ein bisschen... Ja, bei dem nicht so viel passieren wird. Und da zwei Heilmittel, schick. Okay, er geht auf Kent. Ja gut, weil ich noch die Eisenlanze habe. Naja, egal. Ich denke mal, jetzt hat es sich ausgeglichen. Gut, Kent kriegt ein Level ab. Ist Level 3. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich Zane verwenden. Kent dafür nicht. So, dann schauen wir uns mal an, was wir so im Arsenal haben. Oh. Eine Eisenlanze, die kaufen wir uns. Aber ansonsten brauche ich nichts. Weil die Eisenlanze kann, weil es weiß unterlegt ist, Florina verwenden. Und Eisenlanze ist stärker als Leichtlanze. So, dann kümmert sich Zane noch um den hier. Sehr schön. Und Lynn darf sich dann um diesen Oberbanditen kümmern. Wer auch immer das ist. Oder was der denkt zu sein. Die Ruine da. Oh, ich komme da sogar noch gar nicht hin. Naja, dann wird er gleich eh zerstört. Voll so umzingelt. Schafft sie das denn mit einem Mal? Nee, schafft sie nicht mit einem Mal. Dann muss Will noch ein bisschen vorschädigen. Zieht eure Schwerter. Wir sind nicht gewillt, euren faulen Ausreden Gehör zu schenken. Tja, du vielleicht nicht. Aber ist mir sowas von egal. 8x2 und mit dem Eisenschnitt nur 5x2. Ja, dann nimm dann doch lieber das Manikati. Hey, hör mich an. Ich muss dir eine Frage stellen. Bettelst du jetzt schon um dein Leben, Vibe? Seid ihr Taliva-Banditen? Taliva? Diese gierigen Ungeheuer? Mit denen haben wir nichts zu schaffen. Diese Monster machen selbst vor Frauen und Kindern nicht halt. Wir kommen aus Ganeleon. Und uns ist das Prinzip der Ehre nicht unbekannt. Niemals würden wir einer Maid Leid antun. Hehehe. Da, denn warum sollte man etwas töten, was sich auch verkaufen lässt? Da ihr keine Taliva seid, besteht kein Anlass für euch, hier und heute euer Leben zu lassen. Wenn ihr euch jetzt zur Flucht entscheidet, werde ich es auch zulassen. Du, genug der Höflichkeit. Du wirst nun lernen, deine Zunge im Zaun zu halten. Na, daneben. Komische, halbnackte Banditen, die sich so geil vorkommen. Ich würde mal sagen, mach's gut. Und tschüss. Du wirst deine Taten noch bitter bereuen. Meine Brüder, die Ganleon-Banditen, werden dies nicht ungesühnt lassen. Verdammt. Scheiße. Puh, das war ja mal cool. Oder auch nicht. So, das wäre nun endlich erledigt. Lynn! Florina, warum bist du mir gefolgt? Das war sehr unbedacht. Erinnerst du dich an die Ritterschlagzeremonie der Pegasus-Ritter? Von Ilia? Ja, du bist einer Gruppe von freien Soldaten beigetreten, um dein Training voranzutreiben. Mag dies der Grund sein, der dich hierher geführt hat, Florina? Ja. Ich wollte mit dir sprechen, bevor ich auszog. Doch als ich in Sakai ankam, erfuhr ich, dass du mit einigen Fremden abgereist wärst und... Du hast dich um mich gesorgt? Ich danke dir, doch sorge ich mich mehr um deine Sicherheit. Um meine? Hör zu, die meisten Söldner sind Männer, ganze Gruppen von Männern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich in deren Nähe allzu wohl fühlst. Ich weiß. Es ist nur so, ich träumte schon immer davon, ein Pegasus-Ritter zu sein. Ich dachte mir, ich würde mich daran gewöhnen, irgendwie. Doch nach den heutigen Ereignissen bin ich mir nicht mehr so sicher. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben. Florina, so weine doch nicht. Ja, es besteht keinen Grund, deinen Traum fahren zu lassen. Hä? Oh nein. Liebliche Florina, soeben fliegst du. Flieg mir eine gar brillante Idee zu. Zane. Beglücke uns mit deiner Präsenz. Zusammen mit dem jüngeren Herrn Will sind wir ein wahrhaft hübscher Trupp. Und obendrein auch noch frei. Wartet, habt ihr mich soeben mit einbezogen? Aber natürlich, es war unser Schicksal, uns hier zu treffen. Es ist uns vorbestimmt. Kommt schon, Lündes Söldnertrupp. Bietet euch sicherlich ein besseres Training, als ihr es sonst nirgendwo finden könntet.
Zane, nimm die Sache nicht so leicht. Lündes, Söldner? Details berichte ich später. Dies alles erscheint nur sehr übereilt. Dennoch, Zane hat recht. Wirst du uns begleiten, Florina? Wow, ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie ihm recht gibt. Mit dir auf Reisen gehen, Lynn? Wahrlich? Dies würde mich sehr glücklich machen. Fantastisch! Wunderschöne Florina, ich bin ein Ritter von Celine. Mein Name ist Zane. Bleib zurück, komm mir nicht zu nahe. Ah, so wunderschön und auch so bescheiden. Ich bitte um Vergebung, uns Söldner zu nennen. Nein, dem stimme ich zu. Wir können Florina nicht auf sich alleine gestellt lassen. Doch bedarf sie besonderer Zuwendung. Kann ich auf euch zählen? Ja, ihr müsst nur danach verlangen. Also, geht es denn wirklich in Ordnung, dass wir uns fortan in den Weg teilen? Oh, ja, selbstverständlich. Das heißt, sofern ihr es wünscht, Will. Tatsächlich wäre ich überaus dankbar dafür. Um die Wahrheit zu sagen, mir wurde all mein Geld gestohlen und ich bin in meinem Leben wohl an einem Scheideweg gelangt. Es wäre mir eine Ehre, ein Mitglied von Lündes Legion zu sein. Oh, geiles Bild. Lündes Legion? Dies alles wird von Mal zu Mal eigenartiger, Jake. Ja, kann man so sagen. Gut, wir gehen in das nächste Kapitel. Schatten der irgendwas, konnte ich nicht so schnell lesen. Nach dem Sieg über die Banditen setzt Lynn ihren Weg nach Westen fort. Sie und ihre Kameraden beschließen, die Nacht in einer alten Festung zu verbringen. Die Ganleon-Banditen sind in Aufruhr, seit ihre Brüder Lündes Schwert kosteten. Voller Zorn jagen sie die Gefährten. Und ihre wütenden Schritte kommen mit jeder Sekunde näher. Oh, das hört sich gefährlich an. Kapitel Number 4, Schatten der Besetzung. Ah, dies sollte reichen. Die Schlafstadt für diese Nacht. Diese verschimmelte alte Festung? War denn nichts Besseres zu finden? Kommt schon, Will. Das ist doch nur ein böser Jokus, oder? Jokus. Die Banditen halten die gesamte Umgebung auf Trab. Niemand findet die Zeit, sich um Reisende zu kümmern. Und unsere Zahl ist nicht gerade gering. Das ist schon in Ordnung. Wer möchte schon in ein enges Zimmer gefercht werden? Ich ziehe einen Ort vor, an dem ich den Wind in mein Haar fühle. Solange ich an Lündes Seite sein kann, werde ich mich über nichts beschweren. Und zu eurem Schutz weicht Zane, euer treuer Krieger, nicht von eurer Seite, meine hochverehrten Damen. Zane, wir werden beide Wache bleiben und abwechselnd Wache stehen. Ach, was für ein Jammer. Ja, ist klar, welche Gedanken der Zane da schon wieder hatte. Oh Gott, der ist echt, ey. Verzeiht mir, Lady. Wer spricht da? Ich vergib mein Eindringen. Mein Name ist Natalie. Ich komme aus einem Dorf, nicht weit von hier. Seid ihr verletzt? Hm? Euer Bein. Sorgt euch nicht, mir geht's gut. Schon seit Kindheitstagen trage ich diesen Schmerz mit mir. Zwar sind mir weite Reisen versagt, doch kümmert mich dies nicht weiter. Was macht ihr so ganz allein? Ich suche nach meinem Gatten. Ich hörte, er hielt sich hier auf. Er sagte, er würde Geld beschaffen, um mein Bein kurieren zu können. Dann verließ er das Dorf und ward seither nicht mehr gesehen. In seinem Brust schlägt ein gutes Herz. Doch fürchte ich, er mag vielleicht in etwas Gefährliches verwickelt sein. Meine Sorge um ihn wächst stetig. Dies ist ein Bildnis von ihm. Die Ähnlichkeit zu ihm ist nur gering, aber... Sein Name ist Dorcas. Habt ihr ihn vielleicht von ihm gehört? Es tut mir leid, ich glaube nicht, je Kunde von ihm vernommen zu haben. Ich verstehe. Solltet ihr ihm dennoch begegnen, so überbringt ihm bitte eine Nachricht. Sagt ihm, dass ich Natalia ist bei Lego City undercover, dass sich Natalie auf die Suche nach ihm begeben hat. Ich sage es ihm, nimm dies als mein Versprechen. Oh, und da kommt schon das Begrüßungskomitee. Verzeihung. Da sind sie. Endlich haben wir die Bande gestellt, die Migal unterlag. Die haben wohl beschlossen, sich dieser verfallenen Festung zu verschanzen. Perfekt. Wir werden bis zum Einbruch der Dunkelheit warten und dann... Du bist ein Idiot. Es sind doch nur wenige. Ich habe sogar Frauen unter ihnen gesehen. Wenn wir sie nachts angreifen, würde ich mich zum Geschwört machen. Außerdem könnten die Frauen dabei verletzt werden. Eine derartige Verschwendung kann ich nicht tolerieren. Du hast recht, Scharichjäger. Scharichjäger oder so ähnlich. Du bist so klug. Wir werden Migal rächen.
Und dabei holen wir uns auch ein paar hübsche Souvenirs. Wer weiß, vielleicht werde ich doch noch ein richtiger Anführer. Vorwärts! Schwärmt aus und umzingelt das Gemäuer, ihr Schurken. Lasst uns die Sache beenden, bevor uns die Nacht die Sicht nimmt. Ach du meine Güte, sind das viele. Hey du, dein Name war Dorcas, stimmt's? Siehst du dich, seit du dich uns angeschlossen hast, hast du noch nichts Großes vollbracht. Wenn du deine Waffen nicht nur zur Zierde mit dir führst, so ist heute der rechte Tag zu zeigen, was du damit vollbringen kannst. Ich möchte, dass du sie durch den Hintergang im Osten angreifst. Es sollen sich auch Frauen in der Festung befinden. Deine Aufgabe ist es, sie in Gewahrsam zu nehmen. Schaffst du dies, so erhöhe ich deinen Anteil an der Beute. Wenn du Gold sehen willst, erlege diese Aufgabe. Ein Haufen Frauen, wie... Nathalies süßes Herz würde brechen. Könnte sie sehen, wie tief ich gesunken bin. Oha. Lady Lindis. Vor der Festung lauern Banditen. Was sagt ihr? Was für ein hartnäckiger Haufen. Was denkt ihr? Wollen wir hinausgehen und sie in ihre Schranken weisen? Nein, Nathalie ist nicht gut zu Fuß. Es wäre zu gefährlich für sie. Lasst sie nur kommen. Wir kämpfen hier innerhalb der Mauern. Jake, übernimm das Feld. Die Befehlsgewalt liegt bei dir. Wir müssen nur ausharren, bis sie erschöpft sind und abziehen. Oh. Seid unbesorgt, Nathalie. Niemand wird euch Leid zuzufügen. Hört mir zu. Kämpft mit Bedacht. Dein Ziel in diesem Kapitel ist es, einen besonderen Charakter für eine vorgegebene Zeit zu beschützen. Nathalie muss 7 Runden lang unversehrt bleiben. Jake, Nathalie, sowie auch andere grüne Einheiten nennt man NPCs, Non-Playable Characters. NPCs sind keine Gegner, doch können sie nicht aktiv bewegt werden, noch kannst du ihnen Befehle erteilen. Manchmal werden grüne Einheiten angegriffen, weil sie sich mitten im Kampfgetümmel befinden. Sei vorsichtig, die Gegner dürfen Nathalie nicht zu nahe kommen. Jake, diese Festung verfügt über 2 Eingänge. Dort müssen wir uns dem Feind entgegenstellen. Ich übernehme das Tor im Osten. Jake, du und die anderen, ihr bewacht das Haupttor. Wenn der Feind in der Überzahl ist, sollte der Kampf auf unüberschaubare Bereiche beschränkt werden. Egal wie stark ein Gegner auch sein mag, wird er von allen Seiten angegriffen, muss auch er schweren Schaden erleiden. Also, das Tor im Osten gehört Lynn und das Tor im Süden gehört allen anderen. Sei wachsam. Wähle Lynn, bewege sie auf das durch den Cursor gezeichnete Feld und lass sie warten. Das machen wir dann auch und das hat eine Bedeutung. Ja, zum ersten Mal ist es eine Map, wo wir ein bisschen scrollen können. Und ich kann euch schon sagen, es wird einige Einheiten noch hinzustoßen. Es sind nicht die, die ihr hier seht. So, ich bin mal gespannt, wie viel ich davon schlagen kann. Oder auch eben nicht. So, ich werde... Moment mal, was haben die alle so? Sollte man immer mal gucken, was die alle so für Sachen haben. Eisenaxt, Eisenaxt, Eisenaxt. Oh, zum ersten Mal sehen wir auch eine Grünschrift. Wenn eine Grünschrift da auftaucht, dann heißt das, dass wir das bekommen, wenn wir diese Einheit zerstören. Also, wenn wir ihn töten. Und so eine Eisenaxt können wir bestimmt gut gebrauchen. Nur, wer kann so eine Eisenaxt tragen? So, Eisenbogen, Eisenaxt, ja, nichts Besonderes, wenn ich ehrlich bin. Gut, hier gibt es ein paar Schwerttypen, deshalb werde ich mal Florina so hinstellen, weil die werden sich bestimmt um diese Wand hier kümmern, aber die brauchen ein bisschen, um zum Einzubrechen. Und diese hier werden sich mit ihren Schwertern den lustigen Banditen entgegenstellen, unsere beiden Ritter. Und unser Bogenschütze wartet, um aus der Distanz Schaden zu machen. Oh, da ist er ja schon, der Dorcas. Naja, immerhin gibt es, glaube ich, in dieser Festung auch ein bisschen mehr Verteidigung. Somit hat er ein bisschen weniger Schaden gemacht. Allerdings, wenn jetzt diese Horden an Gegner aufkreuzen, könnt ihr euch schon wahrscheinlich denken, dass es jetzt richtig heftig wird. Wird Zeit auch, dass die mal Waffenlevel erhöhen. Das habe ich nicht beachtet. Das war nicht gut. Ja, das war ganz und gar nicht gut. Jake, der Kämpfer, der mich eben angegriffen hat. Erinnert er dich nicht auch an das Bild von Natalias Ehemann? Genau.
Manchmal kannst du mit feindlichen Charakteren sprechen. Wenn du glaubst, du könntest mit jemandem konversieren, so bewege eine Einheit zu einem angrenzenden Feld. Achte auch Hinweise in Gesprächen, so erfährst du, wer mit wem sprechen sollte. Bist du jedoch nicht gänzlich sicher, gib Lynn den Vorzug. Also wähle nun Lynn. Reden mit Dorcas. Ihr, sagt mir, seid ihr Dorcas? Woher kennt ihr meinen Namen? Natalie hat ihn mir verraten. Was habt ihr mit diesen Schurken zu schaffen? Ich brauche Geld. Das mag schon sein, aber ein Bündnis mit Banditen? Es ist die einzige Möglichkeit, in dieser Gegend an Geld zu kommen. Ich würde alles tun, selbst dies. Für Geld? Alles? Ihr würdet selbst eure Frau verletzen? Natalie ist hier, wir beschützen sie in dieser Festung. Was? Natalie ist... sie ist hier? Sie war in solcher Sorge um euch, dass sie loszog, euch zu suchen. Denkt nach, Dorcas. Würden eure Taten eurer Frau zur Ehre gereichen? Ihr habt recht. Nun? Ich verstehe. Ich kann dies nicht tun. Mit diesen Banditen bin ich fertig. Hier und jetzt. Tatsächlich? Ja. Und für eure Großherzigkeit gegenüber Natalie stehe ich in eurer Schuld. Erlaubt mir, für euch zu kämpfen. Manchmal lassen sich auf diese Weise Feinde zu Freunden machen. Unterschätze niemals die Macht deiner Überredungskünste. Dein neuer Gefährte Dorcas ist ein axtschwingender Kämpfer. Erinnerst du dich an das Waffendreieck? Äxte sind stark gegen Lanzen, jedoch schwach gegen Schwerter. Äxte verfügen über mehr Kraft als andere Waffen, doch landet man nicht allzu leicht einen Treffer. Versuche nun, Dorcas im Kampf einzusetzen. Bitte wähle Dorcas. Die Waffe, welcher Dorcas führt, nennt man Wurfbeil. Benutze es, um einen Gegner auf einem angrenzenden Feld anzugreifen, oder benutze es mit einem Wurfbeil im indirekten Kampf, ähnlich einem Bogen. Diese Vielseitigkeit macht es zu einer wertvollen Waffe. Doch es ist schwierig, damit einen Treffer zu landen. Verlasse dich also nicht zu sehr drauf. Setzen wir nun das Wurfbein ein und versuchen uns im indirekten Kampf. Ja, das sollten wir auch tun. Ich würde mal sagen, wir bleiben auch hier auf diesem Feld. Ja, das würde, wenn es trifft, schon ordentlich Schaden machen. Ich hoffe, es trifft. Ja, wir machen sogar gleich einen Crit. Okay. Das hat jetzt nicht gerechnet, aber gut. Du erhältst Eisenaxt. Aber ich glaube, das war auch wieder geplant. Nachdem sich alle deine Einheiten bewegt haben, beginnt automatisch die gegnerische Runde. Manchmal ist es sinnvoll, nicht alle deine Einheiten zu bewegen. Wenn es lästig wird, deren Einheiten einer nach der anderen zu befehlen, zu warten. Wähle Ende vom Kartenmenü, um die Sache zu beschleunigen. Um das Kartenmenü aufzurufen, platziere den Cursor auf einem unbesetzten Feld und drücke den A-Knopf. Oh, und ich merke auch schon, die Zeit verrinnt so langsam. Ich werde jetzt, ich werde jetzt den Part beenden. Ich hoffe mal, der Part hat euch gefallen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Wenn wir diese Horden von Banditen hier irgendwie aufs Korn nehmen. Und wir jetzt einen schönen Axtkämpfer haben. Und da kann ich euch schon sagen, der wird im finalen Team auch dabei sein. Dorcas. Weil es ist vielleicht einer der besten Axtkämpfer, die es gibt. Gut, ich würde mal sagen, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Linkpo125.